Hallo Welt, da sind wir wieder hier in der Nähe der Militärbasis und wir wollen jetzt versuchen, wie wir rausgefunden haben, wir wollen versuchen, diese Alarmsirenen hier auszuschalten. Es wird viel einfacher, sowas alles ist viel einfacher, wenn man mal zuhört, was da so gesagt wird überall. Können wir denn die Minen nicht irgendwie entschärfen? Da kommen sie. Die kommen aus allen Richtungen. Das ist das Üble und die sind so schnell, dass die überhaupt nicht, das sind nur Infizierte hier, was? Die sind so schnell, dass die Minen gar nicht auslösen, aber wenn wir daherlaufen, dann schon. Dann werden sie schon ausgelöst, die Minen meine ich. Halt, 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 du! Ach, das nimmt ja gar kein Ende hier. Ja, da hat die Minen. Da weiß man erstmal gar nicht, wo muss man denn überhaupt hin. Uah, danke. Jetzt hat sie doch gezündet. Ach was. Ja, das ist. Bloody Wanker! Da, wo rennt er denn hin? Wo willst du hin? Renn nicht weg! Aber das sind ja nur diese kranken Infizierten hier. Das ist ja total übel. Aua! Okay, hier können wir uns etwas entspannen. Aber auch nicht lange. Was? Löwen auch? Ach, noch so ein Ding. Ah, du! Ein normaler Geher. Wer schreit? Wo? Ja, wo denn? Ach, da! Eine kleine Verschnaufpause haben wir hier wenigstens. Eieiei, genau. Aha. Nein, hier rum. Hoch. Hoch, 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 hoch. Schneller, schneller. Nun, mach doch schon schneller. Wow. Weh, ihr werft. Maybe I'll find something useful. Ausschaltend. Wo? Oh! Bauplan, Schockgewehr. Na, endlich! Das ist das Richtige. So, ich kann nicht sehen, aber fang. Nur das bringt ja gar nicht so. Der Wrestler. War wohl nichts. Ja, wenn ihr nur nicht... Ich kann gar nicht denken. Schreit nicht so. Stabiles Zelt. Da ist doch irgendwo noch so ein großer... Ach, guck an, da drüben müssen wir rauf.
gar nicht explodiert. Das war wohl nichts. Ach da! Ja, das hätten wir vorher wissen müssen, dass so einer noch kommt. Dann hätten wir doch gewartet mit der Mine. Ein bisschen verschwenderisch, wie? Das macht Spaß mit dem Ding hier, aber da muss es noch was anderes geben. Halt! Ja, lauf! Ach, die Leiter ist hier. Tut mir leid. Ich dachte, die Leiter wäre woanders. Das sah aus, als müsste man an der anderen Seite jetzt. Lass doch das Geschreie hier bitte mal. Ja, genau. Moment. Ich wollte den Apfel nur ganz kurz essen. Ja, jetzt rennst du, was? Au, wie, wo? Da war doch keiner hinter uns. Ach, der. Ja, der hat uns durch die. Der hat uns jetzt durch die. Durch die Mauer da getroffen. Moment. Wir sind hier doch gar nicht in Sicherheit. Wo stehen wir? Wir wissen doch gar nicht, wo wir sind. Nein! Du spinnst ja! Oh nein! Halt, 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 halt! Da müssen wir lang. Renn, renn! Was machst denn du? Da, du schaffst es, du schaffst es. Lass dich doch nicht immer am Fuß anfassen. Du musst doch mal schneller da hochklettern können. Jetzt aber schnell. Der mit seinem dicken Arm, ich höre das schon. Wo ist der jetzt? Der Große? So weit können wir springen? Nein, können wir nicht. Tja, irgendwie klappt das mit dem Runterspringen nicht. Wir wollen nicht. Oh nein, hier ist nichts. Erinnerungsfoto, na immerhin. Haben wir das schon mal gefunden. Oha. Schnell, schnell, schnell. One more.
erst das. Das ist gut, der brennt und dann zündet der die anderen vielleicht noch mit an, oder? Your ass is dead. Ja, was haben die denn hier für Experimente gemacht mit dem? Oh Mann. Ich meine, unseren Kumpel haben wir ja, das haben wir ja mitbekommen. Wie der sich verwandelt hat, aber... So. Ja, und euch kriegen wir doch bestimmt so. Und das Messer ist scharf wahrscheinlich, deswegen. Das ist nicht scharf, das ist stumpf, wollte ich sagen. Ach, ein Schläger, oder? Schnelle Schrotflinte. Oh, das ist gut. Geheimakten 7 gefunden. Ja, Schrot, Schrot, Schrot. Okay, wir versuchen das mal. Die schnelle Schrotflinte. Ja, aber unsere glorreiche, die richtet viel mehr Schaden an. Nehmen wir die lieber. So. Das ist ein ganz normaler Geher. Dafür nehmen wir doch keine Schrotflinte. Dafür nehmen wir nicht mal irgendein Messer oder Stock. Dafür nehmen wir nur den Fuß. These dills are wearing me out. Oh, Moment. Da war dieses piepende Ding. Können wir hier nicht irgendwo unsere Waffen wieder verbessern? Reparieren? Hier drin vielleicht? Ach, guck an! Haben wir das Wasser kaputt gehauen? Das wollte ich gar nicht. Da kommen wir nicht dran. Energy Drink. Wunderbar. Ja, da gehen wir so sparsam mit Munition um und hier finden wir da ordentlich was. Können wir gar nicht mitnehmen, so viel. Das Wasser haben wir kaputt gemacht. Schade. Schade. Hier ist Medizin. Oh. Müssen wir da lassen, leider. Ja, wo ist das Ding denn? Machen Minen denn in Wahrheit auch solche Geräusche? Ich glaube nicht, oder?
glaube, die sind kaputt, diese Minen. Ach, da. Ja, das könnte man sich aber eigentlich auch denken, dass hier in so einer Militärbasis genug Munition zu finden ist. Haha, wir können das. Na, wer hat damit schon gerechnet? Lay the fuck down. Okay, kein Raufkommen dort. Nein, das ist doch wieder klar. Nein, wir sind zu hoch. That did it. I'm going to enjoy the silence. Ja, allerdings. Oh Gott. So, gleich geht's uns besser, jawohl. It's always worth taking a look. Schadenanrichtende Militärmachete. Oh ja, das ist schön. This is Angela Guerra and I'm leaving this audio diary in case. Just in case something happens to me. The military base is in trouble. You can hear alarm sirens going off and all kinds of explosions. I thought they would help us. I thought they would protect us. But they can't even protect themselves. If you find this recording, please get it to Mike and Blanca Guerra in Woodland Hills, California. Mom, Dad, I know you didn't want me to come here. I know you didn't understand why I wanted to leave LA and join the Peace Corps. I'm sorry I disappointed you. I wanted to see the world. Have an adventure. Make a difference. I'm so sorry. Nein. Ach, da hinten. So weit weg.
Need to find something that'll take down this bloody gate. It's gotta be close. Ach, wir sind so nah. Na, endlich. Wer sagt's denn? Die ganze Zeit suchen wir das Ding schon. Hier ist es. Ja, reparieren. Ja, der schottische Langdolch, der hat uns ja ganz schön geholfen. Was war mit dem Bo? Ist ein Bo? Ein Bo ist doch einfach nur so ein Stock, oder? Oh ja, die ist gut. Schaden anrichtend. Die upgraden wir erstmal. Militärmachete. Ganz schön teuer. Ja, genau. Die wollen wir einmal verbessern. Die Militärmachete hat jetzt einen Schocker-Effekt. Da ist sie, Schockpistole. Wir brauchen eine neue Pistole dafür. Oh. Die fand ich gut. Eine Pistole, die jeden Arsch sofort draußen betäuben wird, an dem du ihre verbesserten Eigenschaften ausprobierst. Ihn trifft dann buchstäblich der Schlag. Ein Stromschlag. Die Anleitung hier ist insgesamt ziemlich simpel. Probier sie einfach aus. Ja. Ja gut, dann müssen wir... Hier ist eine Militärbasis. Wir werden doch da drin eine solche finden. Noch ein Bauplan. Haha. Elektrosturm-Mod. Das hätten wir mal vorher finden sollen. Ach so. Baue eine starke Waffe, die in der Lage ist, mehrere Gegner gleichzeitig zu töten. Ach nein, jetzt haben wir den Militärdingen hier. Machete haben wir jetzt schon. Ach egal. Schon okay. Oh, der kommt uns gelegen. Da können wir gleich mal die... Ach so! Schnelle Reise können wir hier nutzen. Och Mensch! Die Machete wollte ich jetzt ausprobieren. Also wir suchen jetzt irgendetwas, um da durch die Gitter zu kommen. Entweder einen Schlüssel, aber ich tippe mal eher auf irgendetwas wie, na ich weiß nicht, vielleicht Dynamit? Oder vielleicht doch einen Schlüssel?
wie ruhig es auf einmal ist. Sprengstoff. You bloody beauty. Explosives. Got my hands on some C4. Good. Now head for the main base and keep me apprised of the situation. Sprenge das Tor. Oh ja. I'm out of here. Oh, 2 Sekunden nur. That takes care of the gate. I'm going in. Ich dachte, do you ever deliver good news? In the hang of this. Ich dachte, wir müssen da irgendwo drauf drücken, so einen Auslöser, irgendwas. Na. Dann werden wir doch mal in der nächsten Folge hier reingehen, oder? Wir sind ja jetzt ziemlich weit gekommen. Ich glaube, wir gucken uns das in der nächsten Folge an. Und bis zur Militärbasis sind wir gekommen. Dann darf ich mich bedanken an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.